Eine Familie versammelt sich zum Verabschieden. Einige fahren ins Ferienlager, andere werden Austauschschüler oder ein Jahr im Ausland. Und so fragen die Eltern im großen Kreis der Familie, was ist das Allerwichtige, wenn ihr jetzt dort seid? Sich benehmen, antwortet schnell die Jüngste, der Papa lächelt aufmunternd. Die Älteste antwortet, das Wichtigste ist, wo wir auch sind, wir tragen gemeinsam denselben Namen. Jesus spricht, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20. Ich habe gerade eben noch draußen in einer besonderen Ecke einen jungen Mann getroffen, der über Jens gesprochen hat und der tief betroffen ist noch von dem Tod von Jens. Und solche Menschen wie dieser junge Mann, sag mal selig labiler als andere, denen das noch auf ganz andere Weise nahe geht und die nicht verstehen und dann solche Sätze sagen wie, Dagobert, zu früh, ne? Zu früh. Oder in der Lobpreisgemeinschaft letzten Sonntag erzählt einer entgegengesetzt unseres Themas einfach so, dass sein grundsätzlicher Glauben ihn aber im Konkreten alleine lässt. Passt überhaupt nicht zum Thema. Und ich fragte mich zuerst, soll ich das jetzt übergehen? Das mache ich schon mal bei dem anderen, einen anderen oder bei einem anderen, dem ein oder anderen Rea, mache ich das schon mal. Aber in diesem Falle dachte ich, nee, wenn der das jetzt so deutlich sagt, entgegengesetzt unseres Themas, scheint es ihm sehr schlecht zu gehen. Oder eine andere Person erzählte mir, dass er im Gottesdienst immer Gott erlebt und es ihm gut gefällt. Aber wenn der Gottesdienst zu Ende ist, fällt er wieder in ein tiefes Loch der Depression und fragt sich, wo ist Gott außer Sonntag hier an den anderen Tagen? Der Name Jesu ist kein Spielzeug. In Apostelgeschichte 19 versuchen einige von den Skephas-Söhnen diesen Namen zu benutzen, um Dämonen zu beherrschen. Und dann geben die Dämonen Antwort, woran es ihnen fehlt. Jesus kennen wir. Auch Jesus, den Paulus verkündigt, den kennen wir. Aber wer seid ihr? Wer seid ihr? Ohne den Namen Jesus selber zu tragen, haben wir keine Identität. Dann sind wir niemand. Deswegen ist der Name Jesus mit Sicherheit auch nicht etwas, was wir am Anfang oder in der Mitte oder am Schluss unserer Gebete einfach mal als Spruch mit einfügen und dann klappt das schon. Und der Name Jesus ist mit Sicherheit auch nicht etwas, wo sich zwei oder drei Christen treffen, wo er dann in der Mitte ist. Sondern der Name Jesus ist das und der die Mitte ist. Und dadurch findet die Gemeinde ihre Identität, weil sie ihn selber in der Mitte hat, sich nicht in die Mitte zwingt mit Spruchmacherei. Ich lese im Zusammenhang nochmal unseren Lehrvers. Gemeinde Jesu, Menschen, die sich umeinander kümmern, haben diesen Lehrvers von heute Morgen
schon nah an sich herangelassen. Und so heißt es im Zusammenhang 15 bis 20. Wenn aber dein Bruder wieder dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen. Brüdergewinnung. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hören wird, so sei er wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und außerdem sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich bete, lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, bis schon hier auf dieser Erde kein getrenntes Glied mehr ist und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein, so erst wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger seien. Herr Jesus, jetzt wird es prickelnd, wenn wir tatsächlich dich ansprechen und vielleicht dich noch gar nicht meinen. Wenn wir in deinem Namen sprechen und dich noch gar nicht kennen. So bleibt mir nur, Herr, mich festzuhalten daran, dass du der Gott der Liebe bist und durch dein Kreuz mich zu dem machst, sodass auch ich in deinem Namen beten und reden darf. Amen. Amen. Herr, schenke Segen bei den Geschwistern im Sudan für Religionsfreiheit und auch schenke Segen, dass uns hier Religionsfreiheit erhalten bleibt. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Zum Segen stehen wir noch auf. Ich spreche den aaronitischen Segen. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Der Herr sei uns gnädig. Des Herrn Angesicht leuchte auf unserem Gesicht und er schenke uns seinen Frieden. Amen. Amen. Guten Tag. Familie versammelt sich zum Verabschieden. Einige fahren ins Ferienlager, andere werden Austauschschüler oder ein Jahr im Ausland. Und so fragen die Eltern im großen Kreis der Familie, was ist das Allerwichtige, wenn ihr jetzt dort seid? Sich benehmen, antwortet schnell die Jüngste, der Papa lächelt aufmunternd. Die Älteste antwortet, das Wichtigste ist, wo wir auch sind, wir tragen gemeinsam denselben Namen. Jesus spricht, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen.